Es ist ganz offensichtlich mit Niederschlag zu rechnen. Hier in Tokio sowieso, denn hier kommt am Wochenende ein Taifun und zwar ein ziemlich heftiger. Und der sorgt dafür, dass hier wahrscheinlich alles durcheinander gerät. Im Moment gerät die Börse auch durcheinander. Und deshalb gehe ich mal von dieser Ebene nach unten. Und was Sie jetzt hören im Hintergrund, das ist das Geräusch, was die Rolltreppen hier machen, als kleines Warnsymbol dafür, dass der Kurs jetzt hier für mich nach unten geht und vielleicht auch für die Börse. Tatsächlich ist es im Moment etwas schwer, das vorherzusehen, was der Markt als nächstes macht. Denn egal eigentlich, auf welcher Ebene man unterwegs ist, sowohl zeitlich als auch was die Märkte angeht, ist es nicht wirklich klar, in welche Richtung der Kurs aktuell gehen soll. Und das mag auch an den Verhandlungen der Chinesen in Washington liegen, denn die sind immer noch nicht richtig einig und es ist überhaupt die Frage, ob da nicht der ein oder andere beleidigt frühzeitig nach Hause zurückkehrt und dann entsprechend gar nichts passiert. Das wäre immer noch machbar. Also entsprechend ist der Markt unaufgeräumt. Wir sehen da seine starken Bewegungen, die eigentlich mehr oder weniger zur Seite gehen. Allerdings nicht wirklich nur so halbwegs so ein bisschen schwankend, sondern mit teilweise deutlichen Schüben. Das haben wir in mehreren Märkten, in vielen Märkten aktuell, beim DAX, beim US-amerikanischen Markt gehen wir eher von Abwärtsrichtung aus, beim Gold eigentlich eher nach oben, aber der Markt stagniert und er ist in dieser hohen Volatilität aktuell erstmal gefangen. Toll aussehen wird es oder tut es im Moment beim Euro gegen US-Dollar. Den finde ich nämlich wirklich attraktiv. Wir hatten hier eine schöne Aufwärtsbewegung, wir hatten unlängst darüber gesprochen, ich glaube, ich habe am Mittwoch das erwähnt. Wer das noch vor Augen hat, der kann sagen, hey, das, was wir damals hatten, das geht doch heute auch noch. Genau, allerdings mit einem ganz neuen Signal. Wir haben das auf einer kleineren Ebene. Also wer Zeit und Lust hat und sich die Währung nochmal angucken will, der sollte da nochmal drauf gucken. Ich weiß nicht, wie windig sich das jetzt hier anhört, deshalb muss ich hier mal Schluss machen. Eigentlich müssten meine Haare flattern, denn hier in den Katakomben, dort wo es zur U-Bahn geht, da windet es teilweise sehr, wenn die Züge fahren. Und deshalb gebe ich an dieser Stelle erstmal zurück. Wir sehen uns im Markt wieder oder spätestens morgen im Video.